Hoffentlich muss ich das nicht alles nochmal machen. Oh, Glück gehabt. Dann fahren wir eben hier runter. Achso, bei dem waren wir schon. Ach, weißt du was? Mach's einfach so. Weil hier geht's ja anscheinend. Aber hier ist auch nicht so hoch, okay. Muss eigentlich mein Wegpunkt, der ist weg. Da bin ich hin. Gehabt. Datenblock. Aufräumarbeiten. Havariertes Schiff. Irgendein Trottel hat zu schnell zur Ladung angesetzt und Chaos hinterlassen. Wir werden da zum Aufräumen hingeschickt. Sagt mal alle Danke, Bahnbrecher, für die Überstunden. Was? Da hat jemand, Okay, jetzt haben wir hier noch einen Wegpunkt. Was ist das? Nix. Dabei hieß er gerade Wegpunkt. Aber okay. Ist doch kein Wegpunkt, wa? Das Pike-Territorium. Aber das ist ja kein Territorium, das ist ja, wenn dann, ein Gebiet, ne? Kann das sein, dass das hier vielleicht drin ist? Hier drin gemeint ist? Das könnte ich mir noch vorstellen. Da oben ist doch... Das ist so eins. Wir können auch mal hier hinten hin. Mal gucken, was das ist. Da wird zwar ein bisschen unterwegs, aber das macht ja nichts. Übrigens, das Chaos haben anscheinend wir hinterlassen. Kilometer. Das schaffen wir. Shit. Und tot. Doch nicht. Das war ja richtig Glück. Wer? Was ist das hier unten? Sind wir denn hier gelandet? Hier, da ist auf jeden Fall ein Druide. Ist hier jemand?
Nein, nein, hier ist gar keiner. Nix. Jag es hoch. Schüsse bringen hier einfach gar nichts. Sehr gut. Ist da was? Hier ist nichts außer das. Aber reicht eigentlich auch, ne? Finde ich. Feldwebelanstrich. Neuer Anstrich für meinen Gleiter. Zeit zu verschwinden, Nix. Dieser Gleiter, ne? Nicht schlecht, was nix? So. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie egal mir das ist. Hier war ich auch schon. Ja, hier war ich definitiv schon. Oh shit. Echt jetzt? Einen haben wir gekriegt. Ja, wenigstens einen. Fuck, ey. Diese Arschbacken. Mann. Scheiß Pikes. Was wollen die da überhaupt? Das ist nicht deren Gebiet. Diese Dreckshunde. Schweine. Na toll, jetzt bin ich wieder hier. Ah, nee. Oh, ich bin auf der Seite schon. Okay, nee, auch gut. Ja, jetzt, was jetzt? Nerv mich, ich hab keine Zeit für deinen Scheiß. Steig doch ab! Ey, echt jetzt? Wer ist denn böse? Er hier, ne? Ja, anscheinend. Datenblock lesen. Es ist auf Tushara. Ich habe Informationen von den Einheimischen eingeholt und bin überzeugt, dass die gestohlene Fracht hier auf Tushara ist. Anscheinend gibt es einen Übergabepunkt am Fuße des Berges westlich der Amberin-Schlucht.
ziemlich sicher, dass es hier in der Nähe vergraben ist. Wir treffen uns in Jauntas Hoffnung, um die weiteren Schritte zu besprechen. Kannst du dir vorstellen, wie es sein wird, wenn wir nach all der Zeit fündig werden? Okay, ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Sieht zumindest so aus. Aber was das hier für ein Wegpunkt ist, weiß ich auch nicht. Hallo, die Herren. Oder Herrschaften. Entschuldigung. Haben wir gelesen. Ich wollte eigentlich auf meinen Gleiter steigen. Hier war doch irgendwo eine Höhle, ne? Ich glaube hier, ja. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war hier, ach ne, hier war nur diese Wand, shit. Oh Mann, jo. Warte mal, ich habe doch Granaten, ne? Kann ich hier eine Granate ranwerfen? Geht das auf? Nö. Granaten bringen nichts. Schade, hätte sein können. Oh, da fliegt was. Okay, wir haben die Kirche nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Schmugglerversteck. Variierter Gleiter. Gleiterverbesserung. Selorovac. Dann fahren wir da mal hin. Haben wir bestimmt die Chance, unseren Gleiter noch mal ein bisschen zu verbessern. Okay, ich weiß gar nicht, wie hier in dieser Welt eine Kirche aussehen soll. Sind das Pikes? Ja, dann nimm dir doch eine Pause, Mensch. Schlaf doch eine Runde. Trink einen Tee, nimm den Keks. Ist doch in Ordnung. War ich hier schon? Dora-Beeren locken wir die fettesten Flieger in unsere Netze. Ja, wenn ich sie nicht verputze. Oder ist das dieses was? Oder ist das dieses Windfischerdorf? Nee, oder? Dann gibt's ja nichts. Nix ist hier. So, wir können ja hier mal hochgehen. Da scheint ja irgendwas zu sein. Wenn wir da überhaupt hinkommen, ne? Noch höher, okay. Ja, ja, ja. Na los, das geht schneller. Entschuldigung, Tier. Mal. Oh,
Egal, wir fliegen jetzt erstmal dahin. Das war knapp. So einen Gleiter möchte ich auch. Ich auch. Ich hätte da voll Bock drauf. Yippie! Okay, ziehen wir's durch, nix. Ich will aber weiter in die Richtung. Ich mische mich da nicht ein. Die Imperialen, nö, nö. Dann kommt doch noch irgendwann der wir sind einfach zu fix, diese Rapperin. Ey. Der Rhyme war fett, Kay. Okay. Oh, nervt mich doch nicht, Leute. Och, die nerven mich richtig, diese Dinger. Oh, die Pikes sind da richtig anstrengend jetzt. Seitdem die... Oh. Eieieiei. Ein Geschenk von Gorak. Halt dich fest, Nix. Shit, da lang. Das war eine knappe Kiste. Achso, das ist hier die Gleiterbauerin, ist ja hier, stimmt. Hier soll irgendwo eine Verbesserung für meinen Gleiter sein. Und sie sagte, sie hat was. So war das. Wie läuft's? Verbesserung, was hast du denn? Nix. Warum lügt sie? Sie hat gesagt, sie hat eine Verbesserung für uns. Sag einfach Bescheid, wenn du deine Meinung änderst. Ah. Ja? Jetzt, da war eine Kiste in der Ecke. Aktiviert Sprungschub. Okay. Na dann, bis bald. Jetzt bin ich mal gespannt, was der wirklich bewirkt. Jetzt steht unser Gleiter hier oben. Bist du bereit? Okay. Journal. Der Händlererpressung. Zollbeamter. Was haben wir hier noch? Schnellschussabzug. Piraten haben einen BT, also Schnellschussabzug. Bin da. Und ich muss dahin. Gehen wir hin. Jetzt muss ich hier runter.
Hey, sag mal. Das sind Hunde, ey. Die gehen mir richtig auf den Senkel mittlerweile. Ständig kommen die an. Sollte ich mich mit Gorok vielleicht ein bisschen versöhnen? Sollte ich ihm sagen, Bruder, ich weiß, ich habe dich beklaut, aber ich behalte die Sachen trotzdem, weil du doof bist? Wäre eine Möglichkeit. Einfach zu sagen, ey, zieh mal deine Leute ab, die nerven. Das ist schon anstrengend, wenn sie mir ständig hinterherfahren. Das hat so ein bisschen was von Belästigung, finde ich. Das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Könnte das durchgehen? Einfach zu sagen, einfach zu den Imperialen gehen, einfach zu den Stormtroopers gehen und sagen, Entschuldigung, aber die Pikes, ne? Die sind schon anstrengend, die nerven schon ganz schön. Die ständig fahren die mir hinterher, belästigen mich, schießen mich vom Gleis. Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Ich habe nur einen Bagdad-Trank getrunken. Aber das wäre geil, wenn man sowas machen könnte. Einfach so lügen. Und dann schön die Pikes in die Scheiße reiten. Das wäre richtig geil. Aber ich glaube eher, die suchen uns aufgrund des wunderbaren Rufs, den wir bei denen erreicht haben. Die mögen uns doch sehr, glaube ich. Was ich überhaupt nicht verstehe. Aber man muss ja auch nicht alles verstehen, ne? Das ist halt. Geht doch. Hier irgendwo runter. Warte, hier waren wir schon mal. Irgendwo unten. Irgendwo unterhalb. Irgendwie lockt uns alles an diese Stelle hier. Verschwinden wir hier. Ich frage mich immer noch, wie wir da reinkommen sollen. Ups. Und jetzt komme ich schon wieder. Gut.
Was? Was? Ja, wollt mich hier nicht gerade jemand fertig machen? Der ist gegen Felsen geballert. Warum auch immer. Aber er hat's getan. Diesmal bin ich aber nicht schuld gewesen. Diesmal habe ich nichts gemacht. Also wirklich gar nichts. Ich habe gebremst. Und dann ist er gegen den Felsen geflogen. Ja, aber dann ist er hier wieder. Ich weiß nicht, wie wir da reinkommen sollen. Jetzt sind wir wieder hier. Und die Leiter ist wieder oben. Aber irgendwie müssen wir da wohl rein. Die Frage ist nur, wie? Drückst du den Knopf für mich? Ich lass ihn da nochmal drauf drücken. Ich weiß nicht, wie. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da irgendwo rankommen soll. Weil ich komme hier auch nirgendwo rein. Hier ist ja kein Eingang, nix. Auf der einen Seite ist nur dieser Windraum und das war's. Hier kann ich auch nicht klettern. Was irgendwie Sinn machen würde, wenn ich da klettern könnte. Kann ich aber nicht. Was ist das für ein Kasten gewesen? Du meinst der da drüben? Den da meinst du wahrscheinlich, ne? Da habe ich nichts dran rangeschickt, um die Leiter runterzulassen. Weil aus irgendeinem Grund ist die Leiter auch wieder hochgefahren. Und hier komme ich nicht hin, weil von da könnte ich ja da hinspringen. Aber es geht nicht. Und wie komme ich denn da rüber? Ich habe keine Chance, hier irgendwo rüberzukommen. Auf diesen Felsen komme ich ja auch nicht. Weiß nicht, ob ich irgendwann vielleicht die Möglichkeit kriege, mit diesen Vögeln zu fliegen oder sowas. Weiß ich auch nicht. Das ist ja der Gleiter hier. Das ist ja nur für nix. Die ist ja auch nicht hier. Was wäre das denn? Schuss auf Gegner, die nicht wissen, wo Kai sich befindet, richten zusätzlichen Schaden an. Aha, aha. Rauchbomben, Rauchbomben hat sie ja. Welten. Toshara, das haben wir doch alle schon gelesen, Mensch. Das Tor, Typhonfels. Ja, und das Hoffnung.
Sammelobjekte. Würfel. Zwei Sabak-Würfel. Okay. Jetzt Journal. Toshara. Toshara ist einzigartig. Die Pikes und das Imperium koexistieren hier und wenn man was abdrückt, bekommt man ein imperiales Zertifikat für fast alles. Das kann teuer werden, aber manchmal muss man seine Ware ganz schnell loswerden. Okay, bringt mir nichts. Ausrüstung, was haben wir denn hier? Ausrüstung. Eine Toka-Pfote. Nee, den erlittenen Fallschaden enorm. Nee, lieber unentdeckt bleiben. Finde ich besser. Inventar, Wertgegenstände, ja, nee. Bitte, okay. Ja, keine Ahnung. Keine Chance, da reinzukommen. Und von der anderen Seite komme ich halt auch nicht rein, ne? Weil da ist ja der Sturm und da kommen wir ja gar nicht erst rein. Shit. Das war dumm. So, genau, von der anderen Seite ist ja der Sturm so stark. Und da kommen wir ja gar nicht erst rein. Das war hier oben nochmal. Nee, sagt mir nicht, hier ist das, ne? Aber hier war noch nur. Nee, hier war ja auch nur so ein bisschen. Klimbim. War auch kein Weg rein oder raus. Irgendwo rein? Nö, nix. Und hier ist ja das. Ist ja dieser Sieh Durchgang. Dir diesen Tunnel an, Nix. Meinst du, da ist irgendwas drin? Vielleicht muss ich wirklich Stück für Stück da rein. Ich probiere das mal. Das sieht so aus, weil es sind immer so kurze Momente, wo kein Wind ist. Und hier sind Felsen. Alter, ich flipp aus. Das ist echt so. Ja, toll, und hier ist eine Wand. Oh Mann, ho. Was ist das? Auch nichts. Ich komme da nicht rein. Ja, komm, lass ich doch auspusten, Mensch. Raus hier! Ganz schön weit geschlittert. Okay, uns fehlt noch irgendetwas, fehlt uns hier noch. Diese Händlerin.